Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich die Animation von dem bekannten UFO euch zeige, was überall auf Olympus zu sehen ist. Auf den ganzen Screensavern, die wir so in Season 5, war es Season 5? Ja, Season 5 dürfte es gewesen sein, im Hintergrund irgendwo versteckt zu entdecken waren. Dieses UFO ist tatsächlich jetzt aufgetaucht. Ich glaube erst heute, ich habe auch noch kein Video darüber gesehen. Ich habe tatsächlich nur die Info bekommen, Achtung, das UFO ist am Start. Dieses UFO ist nicht auf dem World's Edge zu finden. Ich dachte ursprünglich tatsächlich auf dem World's Edge. Wir können auf dem Kings Canyon dieses UFO sehen. Ich zeige euch natürlich gleich noch in ein paar Live-Bildern, wie ich dorthin fliege, zumindest so nah wie möglich. Es schwebt aktuell noch über dem Wasser Richtung Westen. Es ist schon extrem groß zu sehen. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen dem Kings Canyon noch ein Stück weit nähern wird. Von der Form her könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das Ding über der Grube vielleicht anhält und dort vielleicht so ein bisschen sich runtersenkt. Das ist eine Vermutung von mir. Wie gesagt, es wird sich sicherlich nähern. Es wird irgendwo landen. Vielleicht sogar links neben der Luftwaffenbasis. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor vielen, vielen Monaten schon mal über das UFO gesprochen. Da sah es noch ein bisschen anders aus. Und dort war es links neben der Luftwaffenbasis. Zwischen Luftwaffenbasis und dem Octane Ring of Fire hat man auf einmal irgend so ein merkwürdiges Objekt in einem Deathstream gesehen, was so nicht ganz beabsichtigt war. Das sollte das UFO darstellen. Das haben sie jetzt ein bisschen optisch geändert. Was da genau noch auf uns zukommt, ist aktuell unbekannt. Ich gehe aber davon aus, dass uns dieses schöne Teil nach Olympus bringen wird. Kurz vor Season 7 vielleicht oder erst zum Start von Season 7 mit einem fetten Trailer, gehe ich mal von aus, alle Legenden drauf, ab nach Olympus, ab geht's. Jetzt möchte ich noch schnell über die Switch-Adaption reden. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Switch-Adaption erst nächstes Jahr kommt. Die Switch-Adaption macht enorme Probleme. Das war auch der Grund, warum sich dieses Campfire, also der Campfire-Modus, wo wir uns in dieser Riesenkuppel selbstständig geheilt haben, der sollte ja ursprünglich 2 Wochen früher starten. Und dann kam auf einmal was völlig anderes und wir haben monatelang im Wochenwechsel einen anderen Modus gehabt. Das war der Grund, die Switch war der Grund, warum auch Crossplay Probleme macht und so weiter. Deswegen ist nämlich mit der Crossplay Beta auch die Switch Adaption nicht gekommen. Das sollte nämlich alles zeitgleich passieren, auch mit dem Campfire Modus. Und es scheint so heftige Probleme auf der Switch zu geben, dass es wohl nächstes Jahr erst released wird. Wann genau? Unklar. Das wollte ich nebenbei einfach nur mal bemerkt haben. Jetzt zeige ich euch kurz auf dem Kings Canyon, wo ihr das UFO enorm geil betrachten könnt. Das war es dann soweit von mir. Ich wünsche euch einen richtig geilen Start ins Wochenende. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und natürlich nochmal ein fettes Dankeschön an jetzt mittlerweile schon gut über 10.000 in kleinen Zahlen. 10.000 Abonnenten, wirklich sehr, sehr fetter Support. Danke dafür. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, man fliegt direkt drauf zu. Krass. Bitte noch nicht springen. Wie geil ist das denn? Nee. Ich will da lang. Das ist ja big. Alter, das ist fett. Mega.